glaube, wir haben sehr intensiv arbeiten können, unter hervorragenden Bedingungen. Ich glaube, der Platz war super. Du konntest gleichzeitig gut regenerieren nach intensiven Einheiten. Und ja, der Fokus lag ganz klar alltäglich auf der Arbeit hier auf dem Platz. Und dementsprechend fahren wir, glaube ich, mit einem guten Gefühl nach Hause. Trotzdem muss man über die ganze Woche hinweg sagen, dass wir nahezu alle Spieler im Training hatten, dadurch auch ein enormes Qualitätsniveau insgesamt auch in der Breite hatten, im Vergleich zum Beispiel einfach auch zum Sommer, wo wir noch nicht so komplett waren. Und ja, nahezu jeder eigentlich alles hat machen können. Und deswegen gibt es auf der einen oder anderen Position, beispielsweise wer verteidigt neben Stefan Brosius, das jetzt mal stellvertretend zu nennen, nur einfach nochmal Möglichkeiten zu überlegen. Ja, schon so ein bisschen länger in der Schwebe alles. Hat halt das länger gedauert, bis das Ganze dann geklappt hat. Aber als es dann die Nachricht kam, dann war es dann schon eine kleine Erleichterung. Brosi war vom ersten Tag, als er hier mit trainieren durfte, war er gefühlt ein Teil der Mannschaft. Er ist ein sehr offener Typ, ein sehr umgänglicher Typ. Und wir haben seine Qualitäten, glaube ich, auf dem Platz relativ schnell feststellen können. Letztendlich hat er die KSC-Verantwortlichen überzeugt. Ja, ich versuche da ein bisschen auch vorneweg dann zu gehen, meine Erfahrung mit reinzubringen und versuche dann der Mannschaft auch, wenn ich dann fit bin, auf dem Platz zu helfen. Ich bin froh, dass ich das mit Daniel Brosinski absolvieren konnte, erste Mal in meiner Karriere mit so einem überragenden Spieler. Ja, absolute Ehre gewesen und ich denke, wir haben gut gearbeitet und sind bereit für Paderborn. Dankeschön.